Expedition zu den Schaltzentren des Hirns. Auf der Suche nach einer Geisteskrankheit, die nur die Mächtigen befallen soll. Alleinherrscher, Tyrannen, Diktatoren. Despoten, die jedes Maß an Gewalt und Verschwendungssucht sprengen. Sie zeigen alle dieselben Auffälligkeiten. Sie leiden an Cäsarenwahn. Grausamkeit, Größenwahn, Gigantomanie. Die drei Gs sind seine Symptome. Tyrannen, die wie irdische Götter über ihr Volk herrschen. Die Untersuchung von größenwahnsinnigen Herrschern soll zeigen, ob es die Krankheit wirklich gibt. Cäsarenwahn. Jetzt in ZDF History. Das Jahr 16 nach Christus. Die germanischen Stämme haben sich vereint, um gegen die mächtigste Militärmacht der Welt zu kämpfen, gegen Rom und seine Legionen. Auf diese Art von Krieg sind die Legionäre nicht vorbereitet. Ihre Stärke ist die offene Feldschlacht. Hier aber kann überall der Feind lauern, hinter der nächsten Biegung, dem nächsten Baum. Für viele wird der Einsatz zum Todeskommando, doch am Ende siegen die Invasoren. Die Hauptstadt ihrer Kolonie, Niedergermanien, werden sie Colonia nennen. Aus Colonia wird Köln. Damals kein Ort für einen kleinen Jungen und schon gar nicht für den zukünftigen Thronerben des römischen Kaiserreichs. Denn sein Vater ist der geniale Feldherr Germanicus. Adoptivsohn des amtierenden Kaisers und designierter Nachfolger auf dem Thron Roms. Die Legionäre vergöttern ihren kleinen Prinzen, liebevoll nennen sie ihn Caligula, Soldatenstiefelchen. Doch Caligula wird eine unheilvolle Karriere machen, vom Liebling der Legionen zum Monster in Menschengestalt. Im Kampf um den Kaiserthron sterben sein Vater, seine Mutter und zwei Brüder durch Mord. Caligula überlebt, weil er intelligent und sehr vorsichtig ist, wie die Chronisten schreiben. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Im 17. Jahrhundert umfasst sie die größte Sammlung von Schriften nördlich der Alpen. In ihren Archiven und Speichern liegt fast alles, was über die Geschichte Caligulas jemals zusammengetragen wurde. Auch das Buch, das ihn berühmt machte, als Paradebeispiel für den Cäsarenwahn. 1894 veröffentlicht Professor Ludwig Quidde die gleichnamige Studie und er nennt auch die Symptome der vermeintlichen Krankheit. Die Erkrankten halten sich für Auserwählte und beanspruchen schließlich für sich selbst göttliche Verehrung. Ferner haben sie Freude an rücksichtsloser Gewalttätigkeit. Caligula ist für Quidde der Prototyp des grausamen Herrschers. Rohe Gewalt und brutale Verbrechen sind dem Römer von Kindheit an vertraut. Fast seine ganze Familie wird ausgerottet. Ständig lebt er in Angst, ermordet zu werden, weil er einem weiteren Thronjäger im Weg steht. Nach Christus wird Caligula Kaiser des Römischen Reiches. Der 25-Jährige macht seine Sache gut. Die Menschen lieben ihn. Er setzt Hochverratsprozesse aus, lässt kaiserliche Gnade walten, distanziert sich von den sexuellen Eskapaden seines Vorgängers Tiberius. Und er bietet dem Volk Brot und Spiele. Größer, spektakulärer, aber auch grausamer, als man es in Rom je zuvor gesehen hat. Der römische Historiograph Sueton bezeichnet Caligula dennoch als Scheusal. Seine Kaiserbiografie bestimmt im Wesentlichen das Bild, das wir heute von ihm haben. Sueton berichtet auch von einer schweren Erkrankung des Kaisers. Es scheint, als hätte die Krankheit alles Gute im Wesen Caligulas ins Gegenteil verkehrt. Den Herrscher, den das Volk einst liebte, gibt es nicht mehr. Nun ist die Bestie in ihm erwacht.
Hätten Wissenschaftler heute die Möglichkeit, den kranken Kaiser zu untersuchen, was wäre die Diagnose? Was löste bei Caligula frei nach Professor Quidde den Cäsarenwahn aus? War es das Monate währende Fieber, von dem Sueton berichtet? Oder war Grausamkeit schon immer Teil der kaiserlichen Psyche? Woran könnte Caligula erkrankt sein? Der Kaiser litt unter hohem Fieber an Apathie, Verfolgungsängsten, Wahnvorstellungen und Schlaflosigkeit, berichten Chronisten. Jahrzehntelang gingen die Wissenschaftler davon aus, dass sich Caligula eine Hirnhautentzündung zugezogen hatte. Tatsächlich weisen manche Patienten nach der Heilung gravierende psychische Veränderungen auf. Die gängige Auffassung einer Hirnentzündung oder Hirnhautentzündung ist aus heutiger Sicht eine Möglichkeit, aber im gewissen Sinne unwahrscheinlich, weil zur damaligen Zeit ja praktisch keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung standen. Auch heute ist die Überlebensrate bei einer solchen Erkrankung manchmal nur 50-50. Und in der damaligen Zeit müsste man annehmen, dass die meisten Menschen eigentlich an einer solchen Erkrankung verstorben sind. 1979 kommt Caligula ins Kino. Eine Schlüsselszene des Films: Caligula sterbenskrank im Bett. Daneben sein geliebtes Pferd Incitatus. Laut Sueton habe Caligula sein Pferd so sehr geliebt, dass er es gar zum Konsul ernennen wollte. Auch hierfür liefert Suetons Biografie die Vorlage. Um die Staatskasse zu füllen, habe Caligula auf dem Palatin ein Bordell mit Hoffrauen und Senatorengattinnen betrieben. Die heißesten Weiber des Römischen Reiches sind heute hier anwesend. Und mit jedem, der will, ihre patriotische Pflicht zu tun. Sueton zeichnet das Bild eines Tyrannen, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Der Psychiater Harald Aschauer erkennt Symptome einer Depression. Eine Depression kann gekennzeichnet sein durch starke körperliche Beschwerden, Appetitverlust, Gewichtabnahme, völlige Bewegungslosigkeit. Es kann bei einer sogenannten Katatonenform einer Psychose auch hohes Fieber auftreten. Und dann nach Abheilung oder nach Ende dieser schweren depressiven Phase ist eine sehr, sehr schwere manische Episode mit den Wahnvorstellungen wahrscheinlich. Der Tübinger Althistoriker Mischa Meyer hat lange über die römischen Kaiser geforscht. Aus seiner Sicht ist Caligulas Verhalten keineswegs verrückt, sondern Bestandteil einer bestimmten politischen Strategie. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Pferd, das Konsul werden sollte, lässt sich eher dahingehend deuten, dass er versucht hat, die römische Aristokratie, die Senatorenschaft, gezielt zu demütigen, indem er ihnen eben aufgewiesen hat, dass er sogar ein Pferd in das höchste Amt, das man überhaupt besetzen kann, bringen kann. Und auch die Geschichte mit dem Bordell auf dem Palatin ist wohl eher so zu deuten, dass er Geiseln genommen hat, um Senatoren, die ihm nicht loyal waren oder deren Loyalität er sich nicht sicher sein konnte, zu zwingen, ihm dann doch treu zu sein. Im Film sprengt die Grausamkeit des Kaisers jedes menschliche Maß. Ist er aber tatsächlich so gewalttätig, dass ihm Wahnsinn attestiert werden kann? In dem Moment, in dem ein Herrscher negative Züge erhält, sein Erscheinungsbild auch negativ ist, etwa im Fall Caligulas, wird dann die Grausamkeit zum Argument gemacht und ihm negativ angelastet. Aber wir kennen eine ganze Reihe sogenannter guter Herrscher, etwa Titus oder auch Marc Aurel, die nach heutigem Verständnis unvorstellbare Grausamkeiten verübt haben, denen das von Zeitgenossen aber nicht angelastet wurde, weil sie eben als gute Herrscher in die Geschichte eingegangen sind. Caligula zerschlägt die alten Strukturen Roms und bereitet politisch den Weg zum Gottkönigtum. Am Ende wird er von den Soldaten seiner Prätorianergarde getötet. Was war er nun? Grausamer Stratege oder wahnsinniger Despot? Ob Caligula wahnsinnig gewesen ist, lässt sich wahrscheinlich aus heutiger Perspektive überhaupt nicht mehr klären.
weil wir über seinen medizinischen Zustand nicht gut genug informiert sind. Es ist jedenfalls auffällig, dass alle seine noch so skurrilen Handlungen und auch noch so zynischen Umgangsformen mit den Senatoren sich doch erklären lassen, wenn man ein bisschen auf die politischen und die strukturellen Hintergründe des frühen Prinzipats, also der frühen Kaiserzeit, blickt. Der Wahn vom ewigen Reich. Adolf Hitler, Verführer der Massen, der Millionen mit seinem Hass vergiftete und unendliches Leid über die Menschheit brachte. Wissenschaftler zeichnen das Bild eines psychotischen Mannes, eines pathologischen Schizophrenen, der sich in die Gigantomanie flüchtet, um seine Versagensängste zu kompensieren. Was trieb ihn? War es Wahnsinn? Wir haben das Krankheitsbild von Adolf Hitler als lavierte Schizophrenie bezeichnet. Mit laviert meinen wir, dass sie nicht das Stadium erreichte, wo alle Welt der Meinung gewesen wäre, der gehört in die Klapsmühle. Sondern es hat sich sozusagen ausgedrückt in der Art, wie Hitler mit sich selbst und mit anderen umgegangen ist. Es durchzieht seine ganze Kindheit, Jugend und Adoleszenz bis hin zum Erwachsenwerden, dass er ein überhöhtes Bild von sich selber hatte, dem er aber durch die Erfahrungen, die er im Leben gemacht hatte, nicht genügte. Nicht der Staat! Wissenschaftler, die ihn analysierten, wie Jan Marbach und Paul Matusek, halten Hitler für unzurechnungsfähig. Das Auditorium, auf das er einreden kann, das ist sozusagen der stabile Hintergrund, den er brauchte, um zu überleben, um nicht in der Psychiatrie zu landen. Wird das Dritte Reich von einem Geisteskranken regiert, der sein Volk braucht, weil es ihn durch massenhafte, rückhaltlose Unterstützung in seinen Wahnvorstellungen bestärkt? Eine These, die umstritten ist, weil sie aus einem Verbrecher einen psychisch Kranken macht. Die Talente, die er aufgrund seiner Psychose hatte, nämlich als Redner aufzutreten und ungefiltert seinen Hass auf alles, was ihn beeinträchtigt oder bedrohte, auszusprechen und damit den Leuten aus der Seele zu sprechen, das hat die Verbindung zwischen ihm als Tyrannen und seinem Auditorium hergestellt. Es war ein Gleichklang der Gefühle. Er hat Gefühle, die er privat nie äußern konnte, die hat er vor einem Massenpublikum äußern können. Und manche haben das sogar mit einem Sexualakt verglichen, dass ein Massenpublikum für ihn wie eine Frau war, mit der er Beischlaf hatte. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk, siegt heil! Momente, in denen er seine Versagensängste vergisst. Massenveranstaltungen. Sie sind kennzeichnend für Hitlers Volksverführung. Die Nationalsozialisten inszenieren ihre Reichsparteitage wie gigantische Opern. So etwas hatte es in Deutschland noch nie gegeben. Hitler und sein Architekt Albert Speer haben zukünftigen Diktatoren vorgemacht, wie es geht. Die Geburtsstunde des Personenkults. Selbst noch als Ruine von schauriger Monumentalität. Das Zeppelinfeld auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Es ist kein Zufall, dass die ganze Anlage an einen Altar erinnert. Dreihunderttausend Menschen fanden hier Platz. Alles ist ausgerichtet auf einen einzigen Punkt. Auf die Sprecherkanzel Hitlers. Hitler und sein Rüstungsminister Albert Speer haben ein Szenario entworfen, das den Einzelnen klein, den Diktator aber übermächtig erscheinen lässt. Die Begabung Hitlers, er kann reden und hat ein Gespür für große Szenarien. Er hat Bühnenbilder entworfen, die alles überstiegen, was in Wagner-Opern damals überhaupt machbar war. Diese Steigerung brauchte es, damit er sich darin wiederfand. Also die Gigantomanie bis zum Exzess getrieben.
Hitler verliert jede Zurückhaltung, wenn es ums Bauen geht. Ein Faible, das er mit vielen Tyrannen teilt. Die erste große Leidenschaft Hitlers, schon in seiner Zeit als 15-, 16-Jähriger, als abgebrochener Realschüler, würden wir heute sagen, war die des Künstlers und Baumeisters. Viele Mammutbauten stammen zumindest als Grobentwurf aus seiner Feder. Albert Speer lässt Hitlers Visionen Realität werden. Er ist mit seinem Freund Kubitschek, den er damals der Tapezierergehilfe war, durch Linz gezogen, 2 Jahre lang, sofern der Zeit hatte, natürlich immer nur am Abend, und hat immer einen Notizblock mit sich geführt, auf dem er durch schnelle Striche, durch genialen Zugriff, Häuser, Opern, Brücken, repräsentative Gebäude entwarf und sagte, so muss es sein. Wenn ich irgendwann mal in die Lage versetzt werde, das zu realisieren, dann werde ich das tun. 1938 wird mit dem Bau der neuen Reichskanzlei begonnen. Symbol für Macht und Größe seines ewigen Reiches. Albert Speer beauftragt ein ganzes Heer von Fachleuten. Die Baukosten 90 Millionen Reichsmark. Heute rund 1 Milliarde Euro. Unsichtbar für die Besucher der Luftschutzkeller. Man ist für alles gerüstet. Christoph Neubauer kennt in der Reichskanzlei jeden Stein. Der 3D-Experte hat das Bauwerk, das am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und später abgetragen wurde, nach den Originalplänen am Computer rekonstruiert. Hitlers Monumentalbauten sind sein Spezialgebiet. Er kennt die Pläne des Diktators für Groß-Berlin, für Germania, für die Neugestaltung der deutschen Hauptstadt. Die von Neubauer rekonstruierte neue Reichskanzlei stand am Anfang der architektonischen Umgestaltung Berlins. 18 Gebäude ließ Hitler aufkaufen, um Platz zu schaffen für den Repräsentationsbau mit einer Gebäudefront von über 400 Metern. Generalprobe für Germania. Und ganz interessant ist bei Germania, bei diesen Germania-Planungen, dass Albert Speer eine besondere Ruinenwerttheorie entwickelt hat. Das bedeutet, dass die Gebäude so entwickelt wurden, dass bestimmte Baumaterialien verboten wurden. Riesengroße Stahlträger, Stahlbeton wurde untersagt zu verwenden. Dass, wenn das Deutsche Reich, so realistisch war man, irgendwann mal zerfällt, in 1000, 2000 Jahren, davon ist man ausgegangen, die Ruinen der Gebäude schön anzusehen sind. Und das ist etwas ganz Spezielles. Man hat also schon den Untergang in den Neubauplanungen mit eingezogen. Die Kongresshalle in Nürnberg ist der größte noch erhaltene nationalsozialistische Monumentalbau. Auch sie wurde für die Ewigkeit gebaut. Die mit Granitplatten verkleidete Fassade sollte bis zu 70 Meter in die Höhe ragen. Ein unvollendetes Bauwerk mit Außenmaßen von 200 mal 240 Metern, geplant als Kolosseum in XXL für 50.000 Parteimitglieder. Grundsteinlegungen sind ganz nach dem Geschmack des verhinderten Architekten. Hitlers Vision von Germania. Berlin wird als Welthauptstadt nur mit dem alten Ägypten, Babylon oder Rom vergleichbar sein. Was ist London? Was ist Paris dagegen? Zitat Adolf Hitler vom März 1942. Ein gigantisches Bauprojekt. 50.000 Wohnungen wären abgerissen worden. 150.000 Menschen direkt betroffen gewesen. Wie Kaiser Nero von einer Neropolis, so träumte Adolf Hitler von einer Welthauptstadt Germania. Bis die Russen kurz vor der Reichskanzlei standen und schon die Einschläge immer näher kamen zur Reichskanzlei, was macht der Hitler? Der kümmert sich jetzt nicht um die Verteidigung, sondern der beugt sich, im Beisein von Speer hauptsächlich, über ein Modell von Linz und versucht, das Nachkriegs-Linz zu entwerfen. In der Nähe des neuen Berliner Hauptbahnhofs sollte das Zentrum Germanias entstehen. Die große Ruhmeshalle als zentrales Bauwerk Berlins.
große Halle am Ende der Nord-Süd-Achse kann man sich eigentlich kaum vorstellen, die Größe. Wenn man den Petersdom kennt, 16 Mal so groß. 250 Meter hoch. Aus den Wolken hätte sie rausgeguckt, wenn die Wolken tief gehangen hätten. Es hätte geregnet in der Halle, wenn 180.000 Menschen dort drin geatmet hätten und gerufen hätten. Es sind also Dimensionen, die man sich heute nicht vorstellen konnte und die man sich natürlich vor 70 Jahren noch viel weniger vorstellen konnte. Und sie sollte bis 1950 fertiggestellt werden. Die Siegessäule. Anlässlich von Hitlers 50. Geburtstag wird sie versetzt und aufgestockt als markanter Punkt der Ost-West-Achse Germanias. Die Gigantomanie als Bauherr ist symptomatisch für Hitler insofern, als sie noch gigantomanischer sein musste als die Vorbilder, die er von anderen, die er aus der Geschichte kannte, etwa die kaiserlichen Bauten, das imperiale Wien und dergleichen. Das wimmelte ja von repräsentativen Bauten. Das, was er vorhatte, konnte er nur als seins ansehen, wenn es noch gigantischer war. Die Lebensader Germanias, die Nord-Süd-Achse. 117 Meter hoch, der Triumphbogen. Fast fünfmal höher als das Brandenburger Tor. Mit 120 Metern Breite sprengt die Siegesallee des Dritten Reichs jedes bekannte Maß. Am Ende der Achse im Spreebogen die große Halle, 315 Meter im Quadrat. Das höchste Kuppelgebäude der Welt. Hitlers Germania, ein Paradebeispiel für Cäsarenwahn. Doch dieser Albtraum hätte aller Vernunft zum Trotz Wirklichkeit werden können, weil ihn Millionen teilten, ein kollektiver Größenwahn. Führer befiel, wir folgen dir. Ein ganzes Volk als Erfüllungsgehilfe eines einzigen Mannes. Hitlers Wahnvorstellungen, ohne die Deutschen, die ihm zujubelten, wäre es nie so weit gekommen. Rücksichtslos lässt er alle Menschen töten, die ihm im Wege stehen. Rom brennt auf seinen Befehl. Die Schuld gibt er den Christen und lässt den Apostel Petrus ans Kreuz nageln. Kaiser Nero, Teufel in Menschengestalt, nennen ihn die christlichen Chronisten. Historische Wahrheit oder schlechte Presse? Wie verrückt war der Vater aller wahnsinnigen Tyrannen wirklich? Nero, er gilt als die Bestie auf dem Kaiserthron. Agrippina, Caligulas Schwester, ist seine Mutter. Mit 17 als junger Kaiser hat er ein Verhältnis mit ihr. Seinen Bruder Britannicus vergiftet er. Seine Frau Octavia lässt er grausam ermorden. Jeder in Rom weiß das und mancher Senator gratuliert ihm zu seinen Mordtaten. Morde sind in vormodernen Herrscherfamilien zunächst einmal etwas, was man nicht von vornherein moralisch verdammen darf, sondern etwas, was strukturell häufig erforderlich ist, um die Herrschaft einer bestimmten Person abzusichern. Bis heute gilt er als Inbegriff des wahnsinnigen Tyrannen. Denn neben seinen Morden wirft man ihm auch vor, für eine der größten Katastrophen der Antike verantwortlich zu sein. Den Brand Roms. Es brennt von einem Rand zum anderen. Habt ihr's gehört? Das ist mein Epos. Das Antlitz der Welt zu wandeln. Quo Vadis? Einer der bekanntesten Monumentalfilme der Kinogeschichte. Er prägt das Nero-Bild wie kein anderer. Der Schauspieler Peter Ustinov als wahnsinniger Kaiser. Petronius, schau, was ich geschafft habe. Und ein Licht seines Gipfels erleuchtet mich. Ich bin eins mit den Göttern, bin unsterblich. Ich bin Nero, der Künstler, der mit Feuer die Träume seines Lebens zur Wirklichkeit weckt. Rom hat damals 1 Million Einwohner. Von den 14 Stadtbezirken werden 3 völlig zerstört. Von 7 bleiben nach dem Brand nur Ruinen. Hat Nero den Brand legen lassen, um seinen Traum vom neuen Rom zu verwirklichen?
Im Vergnügungsviertel rund um den Circus Maximus geht es hoch her. Überall sind Weinschenken und Verkaufsbuden, ausgelassene Zecher und willige Frauen. Zur selben Zeit weilt Nero in seinem Sommerpalast am Meer in Antium, fast 60 Kilometer südlich von Rom. Dort widmet er sich den schönen Künsten. Nero sieht sich selbst als Sänger, Dichter, Lyraspieler und Kunstkenner. Im Zirkusviertel wird immer noch ausgelassen gefeiert. Eine typische römische Sommernacht, warm und laut. Der Wein fließt in Strömen. Seit Tagen hat es nicht mehr geregnet. Fast alle Stände und Baracken sind aus Holz und überall lodern offene Feuer. Niemand weiß warum, doch plötzlich brennt es lichterloh. In den engen Gassen mit den mehrstöckigen Mietshäusern entsteht ein orkanartiger Feuersturm mit Temperaturen von über 1000 Grad. Mit den Mitteln der Antike ist das Feuer nicht zu löschen. Tausende Menschen verbrennen oder ersticken, weil ihnen die Luft zum Atmen fehlt. Als Nero vom Brand erfährt, macht er sich unverzüglich auf den Weg nach Rom. Ihm voran eilen erste Gerüchte, hinter der Katastrophe stecke er selbst. Ich gehe davon aus, dass Nero mit dem Brand von Rom nichts zu tun hatte, weil es kein einziges plausibles Argument gibt, das dafür spräche, dass er Rom hätte anzünden sollen. Es gibt einfach keinen Gewinn, den er daraus hätte ziehen können. Im Gegenteil, Nero gehört gewissermaßen selbst zu den Opfern. Seine heißgeliebte Kunstsammlung auf dem Palatin wird ein Raub der Flammen. Ebenso einige Prunkbauten, die gerade erst fertiggestellt wurden. Doch so wenig plausibel die Theorie vom kaiserlichen Brandstifter auch sein mag, sie macht die Runde. Nero leistet finanzielle Soforthilfe, lässt den Brandschutt abtragen und verordnet Brandschutzmaßnahmen für die Neubauten. Allem Krisenmanagement zum Trotz, sein politisches Ansehen ist beschädigt. Auch der Apostel Petrus soll sich zum Zeitpunkt des Brandes in Rom aufgehalten haben. Roms christliche Gemeinde hat rund 3000 Mitglieder und wächst ständig. In der Abgeschiedenheit der Katakomben, dort wo die Römer ihre Toten bestatten, finden die Zusammenkünfte der römischen Christen statt. Die heimlichen Treffen machen sie verdächtig, was gefährlich ist in jenen Tagen. Ein gebildeter Römer befürchtete, dass es nicht nur Dummheit war, sondern staatsgefährdende Dummheit, weil Christen sich in Häusern versammelten, also nicht in der Öffentlichkeit ihren Kult hielten, nicht an Festtagen dem Kaiser ein kleines Weintrankopfer darboten. Das heißt, ein gebildeter Römer befürchtete, dass nur der sich in seinen Häusern versammelt, der etwas zu verbergen hat. Und dann griffen die Vorurteilsmechanismen, die auch heute noch griffen. Man nahm an, Christen würden gegenseitig unsittliche Dinge tun, die Frauen tauschen, Christen würden kleine Kinder braten und auffressen. Die Entstehung des Vatikans ist eng verknüpft mit der Geschichte Neros. Denn der Kaiser braucht Sündenböcke. Und wer wäre besser geeignet als die Christen? 300 von ihnen wird der Prozess gemacht. Unter ihnen befindet sich der Legende nach auch der Apostel Petrus. Das Drama seiner Kreuzigung soll sich auf dem Vatikanhügel zugetragen haben, dort, wo 1500 Jahre später der gewaltige Petersdom errichtet wird. Gebaut auf der Hinrichtungsstätte des Mannes, der Jesus wohl am nächsten stand. Die Christen verdammen Nero, weil sie ihn für den Mörder Petri halten. Er sei nicht besser als ein Judas oder Pontius Pilatus, schreiben christliche Chronisten. Tatsächlich lässt sich Nero auf den Ruinen Roms eine luxuriöse Villa errichten, das sogenannte Goldene Haus. Für viele das Motiv für einen Brandanschlag, Raum zu schaffen für das neue Lieblingsprojekt des Kaisers. Nun kann ich menschenwürdig wohnen, soll er beim Einzug gesagt haben. Die Gesamtanlage umfasst 80 Hektar mitten im Herzen Roms.
mit einem riesigen künstlichen See, eigenen Theatern, Villen mit Feldern, Weinbergen, Wäldern voller zahmer Tiere aller Art. Die Römer spotten, Rom sei zu einem einzigen Haus geworden. Neros Palast ist selbst für imperiale Verhältnisse monströs. Der Imperator ruiniert die Staatsfinanzen und mit seinem Ruf geht es immer weiter bergab. Politisch wird es einsam um den Mann, der längst nicht mehr Kaiser sein will. Nero wollte in erster Linie Künstler sein und nicht Kaiser. Er hat seine Stellung als Kaiser im Grunde nur dazu verwendet, seine künstlerischen Ambitionen schrankenlos ausleben zu können. Auf seiner Griechenland-Tour im Jahre 66 nach Christus nimmt er als Sänger und Athlet an allen 4 panhellenischen Spielen teil. Er gewinnt über 1800 Trophäen und Siegerkränze. Und natürlich streicht er auch die mit den Siegen verbundenen Geldprämien ein, denn seine Kassen sind leer. Und offensichtlich glaubt Nero tatsächlich, dass er die Siegerlorbeeren seinem künstlerischen Können und nicht seiner Stellung als Kaiser verdankt. Nachdem er ohnehin immer stärker in einer realitätsfernen, mythischen Welt versunken ist, dass dieser Mann nun auf seine letzte große Inszenierung zusteuern wollte und quasi seinen eigenen Untergang als großes Schauspiel inszenieren wollte, so wie er vorher auch schon so viele Schauspiele in seiner Herrschaftszeit inszeniert hat. Dass es dazu dann nicht mehr gekommen ist, lag wahrscheinlich einfach nur an der Eigendynamik der Ereignisse, von denen Nero dann am Ende auch überrollt worden ist. Im Jahr 68 ist seine Ära zu Ende. Von allen Gefolgsleuten verlassen muss der Kaiser fliehen. Die Palastwache ist ihm dicht auf den Fersen. Doch bevor sie seine habhaft werden, begeht er Selbstmord. "Welch ein Künstler geht in mir verloren", sollen seine letzten Worte gewesen sein. Cäsarenwahn im realen Sozialismus. Nicolae Ceausescu, der rumänische Staatspräsident, wird verehrt wie ein Gott. Er tötet Tausende von Tieren, will der erfolgreichste Jäger aller Zeiten sein. Der gelernte Schuster baut den größten Palast der Welt, während die Menschen in seinem Land bittere Not leiden. Welcher Wahnsinn trieb diesen Mann, der doch für sein Volk immer nur das Beste wollte? Gigantische Bauprojekte sind das Hobby vieler Herrscher und oft ein Symptom für den Cäsarenwahn. Das war im alten Ägypten nicht anders als bei den Päpsten der Renaissance. Doch alles verblasst angesichts des Pentagons. Das der Fläche nach größte Gebäude der Welt beheimatet das amerikanische Verteidigungsministerium. Ein klares Statement. Doch wie kommt ausgerechnet der Diktator eines der ärmsten Länder Europas dazu, einen riesigen Regierungspalast errichten zu lassen, der als zweitgrößtes Gebäude der Welt gilt? Im Monumente-Ranking hat Nicolae Ceausescus Palast eindeutig die Nase vorn. Er hat den Diktator Rumäniens weit über die Grenzen des Balkanlandes berühmt gemacht. Seit 1966 ist er unbestrittener Herrscher im kommunistischen Rumänien. Eine Art sozialistischer Gottkaiser, gefeiert wie ein Rockstar. Von seinem Volk lässt er sich großer Kommandant nennen. Genie der Karpaten, Titan der Titanen, glorreiche Eiche aus Gornicesti. Sohn der Sonne, der Auserwählte oder ganz bescheiden irdischer Gott. Der ehemalige Kultusminister Rumäniens, der Historiker Adrian Ciorianu, hat den Kult um den Diktator erforscht. Ich denke, es waren die Menschen um Ceausescu, die diesen Personenkult förderten. Er selbst hat niemanden gezwungen, ihn zu malen und Gedichte über ihn zu verfassen. Seine unmittelbare Umgebung hat damit angefangen. Im
In den 70ern ist Ceausescu auf der Popularitätsskala ganz oben, unangefochten in den eigenen Reihen. Doch je schlechter es den Menschen in Rumänien geht, desto bombastischer geraten die inszenierten Popularitätsbekundungen für den Diktator. Der hält das alles für normal. Mit Beginn der 80er Jahre verliert Ceausescu jede Selbstkontrolle. Wenn man dir jeden Tag sagt, du bist der Beste, das Genie der Karpaten, die Donau der Denker, wenn niemand es wagt, Nein zu sagen, sich mit dir kontrovers auseinanderzusetzen, dann glaubst du am Ende, du bist wirklich so, wie alle behaupten. Ceausescus Persönlichkeit hatte sich verändert. Er wurde das Opfer seines eigenen Personenkults. Ceausescu treibt seine Bauprojekte mit einer an Wahn grenzenden Hartnäckigkeit voran. Stillgelegte Fabriken in den Karpaten, riesige Mahnmale der Politik des Diktators. Ceausescu will das Agrarland Rumänien in einen modernen Industriestaat verwandeln, koste es, was es wolle. Er lässt 5000 Dörfer einebnen und gigantische Fabrikanlagen mitten im Niemandsland bauen. Wie für jeden kommunistischen Führer hatte auch für Ceausescu die Modernisierung Rumäniens absolute Priorität. Industrie bedeutete für ihn Modernisierung. Die meisten neuen Industrieanlagen, die er in den 2,5 Jahrzehnten seiner Herrschaft bauen ließ, wurden deshalb errichtet, als Symbol der Modernisierung. Auch Ceausescus Jagdleidenschaft ist grenzenlos. Wildtiere werden so lange angefüttert, bis sie so zutraulich sind, dass sie ahnungslos in das Sperrfeuer des Titanen der Karpaten laufen. 1969 erschießt der Diktator an zwei Vormittagen 31 Bären, ohne erkennbare Gefühlsregung. Wie Nero ist auch Ceausescu Rekordjäger. Er will alle Abschussrekorde brechen. Zumindest das ist ihm gelungen. Rund 3.900 Bären soll er innerhalb von 24 Jahren getötet haben. Es ging ihm allein um die Trophäen, um die nackte Zahl, nicht um die Qualität des Jagens. Das Einzige, was für ihn zählte, war die reine Abschussmenge. Für Ceausescu war die Jagd der Beweis dafür, dass er die absolute Kontrolle hatte über die Tiere, über die Natur. Er brauchte das, weil er spürte, dass er die Kontrolle über die Menschen verlor. Die rumänische Hauptstadt Bukarest. Besucher aus dem Westen nannten sie liebevoll das Paris des Ostens. Eine Weltstadt mit Charme, herrlichen Bauwerken der Belle Époque, klassizistischen Bankhäusern und hochherrschaftlichen Villen und Palästen. Den Zweiten Weltkrieg überstand das historische Bukarest weitestgehend unbeschadet. Doch beim großen Erdbeben am 4. März 1977 wurden zahllose Bauwerke zerstört. Über 1500 Menschen starben. Was für Nero der Brand Roms, ist für das Genie aus den Karpaten die Erdbebenkatastrophe. Die Gelegenheit, die Stadt nach seinen Plänen umzugestalten. Der gelernte Schuster versucht sich als Baumeister im ganz großen Stil. Mitten in der Innenstadt entstehen Megafabriken. Sie sind Teil eines Bauprogramms, das aus dem Paris des Ostens eine Art von Ceausescu-Police machen wird. Riesige Gebäude im abenteuerlichen Stilmix entstehen überall in der Stadt. Noch heute, 25 Jahre nach dem Tod des Diktators, prägen sie das Stadtbild. Doch das gigantischste aller Bauwerke ist die Casa Popolului, das Haus des Volkes. 65.000 Quadratmeter Grundfläche. Die Fundamente liegen 92 Meter tief, die Höhe über dem Boden beträgt 86 Meter. 700 Architekten planen das Projekt, mehr als 20.000 Menschen arbeiten rund um die Uhr an seiner Vollendung. Die Casa Popolului wird zum Lieblingsprojekt Ceausescus. Nur Materialien aus Rumänien dürfen für den Bau verwendet werden, von allem nur das Beste. Der Diktator lässt sich wöchentlich über den Baufortschritt berichten.
Seine Wünsche sind bei Architekten und Bauleitern gefürchtet. Jede Handbewegung des irdischen Gottes wird peinlich dokumentiert und kann gewaltige Umbauten nach sich ziehen. Hier sollten einmal 60.000 Parteimitglieder, Funktionäre und hohe Militärs mit ihren Familien wohnen. Sprengen oder fertigstellen? Rumänien hat sich entschieden. Und baut immer noch an dem Megaprojekt mit über 5.000 Räumen, Hallen mit bis zu 2.000 Quadratmetern Größe. Verarbeitet wurden 1 Million Kubikmeter Marmor, 900.000 Kubikmeter Holz und unglaubliche 3.500 Tonnen Kristall für die 480 Kronleuchter und ungezählten Deckenleuchten. Anca Petrescu war als junge Architektin für die Casa Poporului verantwortlich. An der Gigantomanie gibt sie vor allem dem Diktator die Schuld. Die Größe, die Sie jetzt sehen, das ist ein Zufall, dass der Kommanditär, also Ceausescu, in dem großen langen Front noch einen großen Saal hinzufügen wollte. Und deswegen, das ganze Haus ist auf einmal größer geworden. Für sie ist in Ceausescus Scheinbild kein Platz. Straßenkinder im Schatten des Megapalastes. Sie inhalieren Farblösemittel, um der grausamen Realität zu entkommen, vor der er längst die Augen verschlossen hat. Nach dem Fall der Mauer in Berlin, November 89, ist auch sein Regime am Ende. Statt Beifall, Buhrufe und Pfiffe. Ein Vierteljahrhundert lang glaubte er, der geliebte Abgott seines Landes zu sein. Doch dann bricht die Revolution über ihn herein. Nur 3 Tage später werden Nicolae Ceausescu und seine Frau Elana nach einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt und erschossen. Er kann bis zuletzt nicht fassen, dass dies alles Realität ist. Wenn du ein Land 24 Jahre regierst und dir alle sagen, du bist die Sonne der Nation, dann brauchst du eine starke Persönlichkeit, um dieser Versuchung zu widerstehen. Nicolae Ceausescu war ein schwacher Charakter. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er hing an der Macht und schwebte in vollkommen anderen Sphären. Für mich ist er nichts anderes als ein kommunistischer Dinosaurier, der jeden Bezug zur Realität verloren hat. Ce pierduse de fapt legătura cu realitate. Cäsarenwahn. Keine Krankheit im eigentlichen Sinne. Doch wer darunter leidet, zeigt die gleichen auffälligen Symptome. Grausamkeit. Gigantomanie. Größenwahn. Es beginnt mit dem Glauben an die eigene Allmacht und endet unausweichlich in der Katastrophe.